So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum zweiten Vlog. Der Morgen hat soweit schon begonnen, habe draußen schon meine Übungen gemacht. Es ist jetzt ziemlich genau 6 Uhr, bin vor einer halben Stunde aufgewacht, werde jetzt duschen und frühstücken. Ansonsten steht heute Morgen viel Kleinigkeiten an, Post losschicken, noch einen Post vorbereiten, kurzen Ankündigung filmen, noch für ein anderes Projekt, das ich noch geheim halten will, ein bisschen was vorbereiten. Also dauert es zur Sache. Dann würde ich sagen, gucken wir heute ab, was der Tag bringt. Heute Abend, Nachmittag bin ich noch viel unterwegs. Und ja, starten wir einfach meinen Tag und los geht's. So, jetzt bin ich hier noch gemütlich frühstücken, noch für euch kurz zur Information. Ihr habt im letzten Vlog gesehen, dass ich gerade Kaltakquise betreibe. Da scheint es, als hätte ich das große Unternehmen, wird es da vorangehen. Das heißt, ein bisschen da zum Termin eingeladen, mal im September. Bin also echt gespannt, war ein harter Weg. Jetzt mal gucken, was raus wird. Aber jetzt gibt es erstmal lecker Essen. So, jetzt schon kurz nach 8. Habe jetzt soweit das neue Projekt ein bisschen vorangetrieben. War so ein bisschen mehr Kreativarbeit, deshalb so ganz stupide Arbeiten, sage ich mal. Jetzt wollte ich euch aber noch kurz was zeigen. Ich habe ja Infomaterial, das ich an die Unternehmen rausschicke. Und wie ihr gesehen habt, ist das jetzt auf DIN A4, aber ist normalerweise eigentlich so ein schmales Teil. Also dieses Weiße wird jetzt alles weggeschnitten, aber es ist einfach aus finanziellen Gründen jetzt am Anfang gewesen. War für mich einfach günstiger, dieses DIN A4 Standardblatt zu nehmen und es jetzt einfach mit der Schneidemaschine hier auszuschneiden, als da das Direktes zu bestellen. Das ist vielleicht manchmal am Anfang wichtig, da einfach noch kreativ zu sein, einfach kreative Lösungen zu finden, gerade bei so Sachen. Genau, das wollte ich euch kurz zeigen. So, das Paket hier fertig, ist nochmal für einen Kunde, wo nochmal Infomaterial einfach drin ist. Das bringe ich nochmal zur Post. Jetzt muss ich erstmal noch ein paar Mails schreiben, dann, wie gesagt, weil ich vorher schon angekündigt habe, ein paar Posts vorbereiten und dann filmen wir. So, jetzt ist kurz nach 9. Keine Sorge, die Uhr da oben stimmt nie. In keinem Video hat die bis jetzt gestimmt, glaube ich. Ich habe jetzt hier voll alles vorbereitet für den Dreh, habe jetzt den Großteil abgearbeitet, bin ein bisschen vor der Zeit, läuft also ganz gut. So, Vlog ist abgedreht, ich denke, ihr habt ihn schon angeschaut. Ich werde jetzt hier an meinen Platz zurückgehen, erstmal die Daten alles rüberziehen, wahrscheinlich noch nicht schneiden, aber muss ich heute auch machen. Vielleicht werde ich doch gleich schneiden. Und dann muss ich noch ein anderes Video hochladen. In 2 Wochen, das habe ich auch schon fertig, lade ich dann direkt hoch. Ihr kennt ja sicher die Regeln, dass man Erfolge aufteilen soll. Deshalb mache ich das jetzt auch. Das nächste Unternehmen hat sich gemeldet. Jetzt haben wir das zweite Unternehmen, das gern Terminos machen wird, die es interessant finden, die Bock drauf haben. Ist mega cool, ich freue mich gerade mega. Wird wahrscheinlich diese Woche noch einen Telefontermin dazu haben. Halte ich auf dem Laufenden, aber ich bin echt happy. Also das ist so, das finde ich halt auch cool. Das kannst du von einem auf dem anderen Moment kannst einfach komplett umschlagen und du bist wieder im 7. Himmel. Das ist so brutal geil und es freut mich mega. Mach also gleich Mittagessen, machen vor Mittagessen noch kurz hier den Fragebogen vom Finanzamt. Darf ich, muss ich machen. Das hoffe ich, dass ich noch das machen kann. Mal gucken, was da alles für Fragen kommen. Aber dann gibt es Mittagessen. Um 15 Uhr gehe ich hier circa los, dann in die Stadt. Und davor muss ich noch, wollte ich noch ein paar Ideen vermitteln und was für Startup Willi soll es bald Interviews geben, die noch vorbereiten. Deshalb will ich alles noch machen. Und deshalb geht es jetzt schnell weiter. So, und jetzt, was ich ganz vergessen habe, zum Mittagessen gibt es hier eine leichte Little Lunch Suppe. Ist ganz gut, wenn man danach weiterarbeiten will, weil es ganz leicht ist eigentlich. Also man fällt nicht auch ins Mittagstief. Und man unterstützt vor allem Startups, ist ja auch ganz arg wichtig. So, Mittag ist vorbei, habe auch schon wieder einiges gemacht. Es ist jetzt kurz vor 2, ein Termin wurde für heute Nachmittag abgesagt, also da muss spontan sein. Ich muss jetzt dann doch erst um 4 Uhr los, das heißt, wir haben jetzt noch ganz gemütlich einen Kaffee und dann geht es weiter. Ich habe gerade noch ein paar Mails geschrieben und noch ein bisschen was für Lisili gemacht. Und jetzt werde ich dann gleich noch ein bisschen was an unserem Algorithmus, der hinter Lisili steht, da noch ein bisschen den weiter optimieren. Jetzt ist es kurz vor 4. Ich treffe mich jetzt um 4:30, kurz nach 4:30, treffe ich mich mit einem Kollegen in Stuttgart. Da muss ich relativ schnell zurück um 19 Uhr und telefoniere ich mit jemandem, der vielleicht investiert in Lisili. Und anschließend dann heute Abend skype ich noch mit einem Personal Coach, den ich eigentlich auch über Startup Willi kennengelernt habe. Ansonsten habe ich relativ viel abgearbeitet, habe jetzt glaube ich noch so 6 Aufgaben offen. Aber es sieht relativ gut aus, als würde ich wieder durchkommen mit den Aufgaben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt los. Ich nehme mal mein Handy mit und gucke, dass ich damit ein bisschen filme. Die Kamera nehme ich nicht mit, aber ihr kriegt auf jeden Fall ein paar Impressionen.
So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich habe jetzt noch kurz ein paar Mails erledigt und jetzt geht an den nächsten Videotelefontermin. So, wie ihr seht, ist jetzt der Tag auch schon wieder rum. Es ist genau 4 vor 10. Mein Tag neigt sich zum Ende hinzu. Hatte super Gespräch, hat ganz viel Spaß gemacht. Habe auch alles erledigen können. So, was habe ich denn von dem Tag mitgenommen? Was ich heute wieder gemerkt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, einfach ab und zu mit den richtigen Leuten sich einfach zu treffen und sich einfach zu kurz zu unterhalten. Ist in meinen Augen einer der besten Pausen, wo man motiviert wieder zurückgeht an die Arbeit, der man einfach eine gute Stimmung hat, die viel Spaß machen und einfach dir danach wieder weitere Effizienz bringen. Also das war heute das Learning so ein bisschen. Ich hoffe, euch hat der zweite Vlog auch so gut gefallen. Zeigt es mir gerne mit dem Daumen hoch und ich freue mich auch über jedes Abo. Ansonsten sehen wir uns in 2 Tagen wieder zum nächsten Vlog. Ich wünsche euch bis dahin eine erfolgreiche Zeit. Habt viel Spaß bei allem, was ihr macht und ich freue mich drauf. Macht's gut und ciao.